Willkommen zurück, liebe Leute. Wir sind immer noch im Krieg, bewegen uns momentan mit großen Schritten Richtung Königreich Gardariki, führen Krieg. Sie belagern uns hier an der im Süden Englands, in Provinz Kent. Oh, Moment, wir belagern nicht, das ist schlecht. Wir sollten hier schon an deren Hauptsitz gehen. Ich hoffe, wir kriegen schnell den Kriegsstand hier dann zum Finale gebracht. Was ich schon gesehen habe, ist die Tatsache, dass wir den Kreuzzug verlieren. Das heißt, wir beteiligen uns mit keinen Männern dran. Hoffen nur, dass sich die sich da anschließen, vielleicht mal das Zeitliche segnen. Unter anderem unser Sohn, Ben, unser erster Erbe. Da kommen nochmal drei. So. Mir kam zu Ohren, dass einige Gemeinde meines Reichs nach Jorvik ziehen, wo mein König Echtguss von England residiert. Ortsansässige, die mich loben, auch wenn sie zugezogen sind, können sicher nicht schaden dabei, seine Meinung von mir zu verbessern. Wo, geben wir den 50 Gold mit, oder was? Naja. Wenn welche zu ihm reisen und dann von unseren guten Taten berichten, kann nicht so schlecht sein. So, wir sind gleich mit der Belagerung fertig und dann gehen wir in den Süden nach Sussex und probieren unser Glück in einem Angriffskrieg, wenn das hier nicht weitergeht. Oder wir versuchen, außen rum zu laufen. Wir müssen ja nicht wieder alle Männer opfern für diesen Krieg. Schauen wir doch mal, was jetzt kommt. 81% haben wir. Okay. Blutverschmierte Gewänder. Wurf in Dorset. In Dorset haben wir eigentlich keine Probleme. Volksmeinung ist schlecht. Ja, ein bisschen Anspannung können wir vertragen. Zufriedene Bauern ist auch nicht schlecht. Und die 100 Frömmigkeit können wir auch gebrauchen. Also verbrennt die Ketzer. Auf geht's nach Sussex. Gehen wir doch mal in den Süden. 3800 Mann hat er. Ich würde einen offensiven Kampf nicht scheuen. Gucken wir doch mal, wie schnell wir da unten sind. Oh, ich würde es gerne probieren, Leute. Er bricht ab. Und wir sind bei 81%. Das ist nicht schlecht. Wir laufen hier auf die Insel. Ist jetzt die Frage, wo man angreift, ne? An welchem Punkt. Ja, wir stehen hier, haben aber schlechte Versorgung. Dann gehen wir doch mal in den Süden. Auch schlechte Versorgung. Gehen wir in den Norden. Also irgendwo müssen wir gucken, dass wir uns nicht hier... auch schlecht. Wo war es denn gut? Na, okay, dann gehen wir nach London. Ich denke mal, hier werden wir keine Versorgungsprobleme haben. Okay, lass ihn laufen, quer durchs Reich. Achso, wir müssten ja nochmal zurückerobern hier unten. Ah, das ist ärgerlich jetzt. Habe ich jetzt ganz vergessen, dass wir da natürlich ein bisschen weniger Belagerungspunkte haben. So, vielleicht kommt er ja hier zurück. Und er erobert sich wahrscheinlich sein altes Ding, sein Hauptsitz zurück, ne, so wie es aussieht. Oder wo geht er hin? Hm, ganz komisch, wer ist das? Königreich England auch. Oh, hat sich aufgelöst wieder. East Riding, interessant. Lass ihn machen, stört mich alles nicht. Katholisch-Nordisch. Lassen wir weiterlaufen. Entwicklungsverhandlungen. So. Hier haben wir die Kultur bald gefördert. Mit der Religion wird es natürlich schwierig, weil wir einen ganz, ganz schlechten Bischof haben. Das kann man wahrscheinlich fast absegnen, dass das nicht klappt. Sag ich mal, in einem überschaubaren Zeitraum. So. Wir haben es geschafft. Sie sind ohne einen Mann zu verlieren. Ich glaube, das ist der bestmögliche Weg, einen Krieg zu führen. So machen wir das auch. Oh, spannende oder schöne Sache. Armee auflösen. So. Das ist der Rest von Gardariki. Wie lange haben wir jetzt Frieden mit ihnen? Sehen wir nicht. Warum sehen wir das nicht? Hier sehen wir es. 95, meine Lieben. 5 Jahre wieder. Boah, dann ist er wieder fällig, ne? Schweden haben wir auch noch. Aber Schweden ist eine ganz andere Hausnummer. Das muss man festhalten. Verbündet mit Finnland. Das sind 12.000 Mann. Da müssen wir mal schauen, wie wir daran gehen. Das sehe ich aktuell noch nicht. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen viel Provinzen. Jetzt müssen wir den Süden hier noch aufteilen. Ordentlich. Kent. Wir haben Dover, Shirtsey und Lewis. Die Domäne Sussex. Ich
weiß jetzt nicht. Sicherlich, wenn man historisch... Diese würde ich ganz gerne behalten. Kann aber nicht sagen, warum. Kultur angelsächsisch. Das ist schon mal interessant hier im Süden. Das kriegen wir doch leicht organisiert. Dover ist wirklich nichts. In Lewis. Eigentlich sogar Lewis, die bessere Provinz als solches. War hier auch schon ein bisschen ausgebaut. Kleiner Hafen, Jagdhütten. Aber das Zusammenhängende gefällt mir halt. Ich würde diese ganz gerne übernehmen. Chertsey. Earltum von Surrey. Ja, aber wir benennen die Domäne um hier in... Ich weiß nicht, warum ich jetzt das so mache, aber ich nenne es Chelsea. Kann ich mir leichter merken. Kingston, wenn es so... Vielleicht gibt es ja sogar. Diese würde ich ganz gerne behalten und in meinem Reich noch ein bisschen etablieren. Dafür brauche ich meine Militärberaterin wieder. So. Und dann haben wir ja starke Vasallen oder starke Charaktere, glaube ich, am Hof, denen wir noch ein bisschen was geben können. Kent. Kent. Wir gucken mal. Vergeben an. Wen haben wir denn da? Muss man ein bisschen aufpassen, wen man dann nimmt. Ne? Was ist denn mit ihm? Höfling von Earl. Kernerschein. Rechtschaffen und ein Lakai. Wiltshire. Was habe ich mit ihm zu tun? Vielleicht einen unseren Rittern, die hier treu für uns gekämpft haben. Aber es sind ja nur Vasallen. Redwald haben wir noch, unseren Sohn, ja. Den Ratskanzler. Der Ratskanzler ist 55. Jetzt nicht mein beliebtester Charakter. Aber hat sich ja auch ein bisschen hervorgetan. Sollen wir ihn nochmal ehelichen lassen? Finden wir eine... Wir schauen doch mal. Finden wir eine... Essex. Wo haben wir es? Dynastie. Exeter. Ne, findest du gar keine. Wir haben die Enkelin Edhild. Wir haben die Enkelin Wifburf. Und wir haben... dann schaut doch mal. Wie kommen wir dann an die beiden? Das ist Enkelin von Redwald. Und Abdil... Ah! Der Abdil hat ja auch noch... Meine Tochter hat schon wieder Töchter. Ist jetzt ein bisschen heftig. Eine Sechsjährige... Aber das ist, glaube ich, nicht so schlimm. Dann machen wir das doch mit ihr. Aber matrilinear. Okay. Matrilinear, dann bleibt es zumindest in der Familie. Vorschlag abschicken. Und dann, mein Bester, hoffentlich klappt das dann über einen längeren Zeitraum. Titel vergeben, bekommst du die Provinz Kent. Beide? Kent und Sussex? Oder ist das ein bisschen zu viel des Guten? Das ist ein bisschen zu viel des Guten, glaube ich. So. Sehr schön. Okay, das haben wir. Dann haben wir noch die Baronie von Lewis. Und immer noch Hereford. Und Hereford, haben wir ja gesagt, geben wir an Joanne. Herefordshire. So. Haben wir gesagt, haben wir gemacht. Und dann noch die Provinz Sussex. Wen haben denn wir noch als Begünstigten in unseren Reihen? Unser Sohn ist auch schon volljährig, Leowine. Aber da fehlt noch die Ehelichung. Sollte man vielleicht auch da mal angreifen, zeitnah. Durch die Ansiedlung der angelsächsischen Kultur und das Einsetzen einer neuen Verwaltung haben die Bewohner von Hereford die angelsächsischen Traditionen voll für sich angenommen. Großartig, Sexbald. Das finde ich gut. Wo haben wir denn das noch? Hier müssen wir das in Chelsea, müssen wir das natürlich auch machen. Ja, ja, ja. Da müssen wir auch nochmal ran. Wo ist er denn, der Gute? Bitte nochmal versuchen, dort auch Gas zu geben in Chelsea. Das können wir alles schließen. Jetzt, oh, 4700 Mann, ich werde ja gierig, Leute, ich werde gierig. Dann haben wir immer noch keinen Kandidaten für den Titel.
Eure Höflinge. Gottfried of Somerset, den will ich ja mal später als Ratskanzler haben. Prinzessin Juliana ist auch schon 36. Was ist denn mit ihrem Sohn? So, mein Guter, du siehst jetzt auch nicht gerade so, wie soll man sagen, ambitioniert aus. Machen wir das doch. Du bekommst eine nette Dame zur Ehe, aber eine, die dir ein bisschen unter die Arme greift. Und lass sie doch katholisch-angelsächsisch. Versuchen wir es hier vielleicht in der Religion zu halten. Ich habe jetzt nämlich auch gar keine andere Ehe. Alle. Wir können mal gucken, für Erbliche. Vielleicht kriegen wir ja ein bisschen was zusammen da. Nur leider, Moment, höchst Altersunterschied 5. Da müssen wir schauen, in die Richtung. Angelsächsisch, aber inselchristlich. Kerngesund. Robust. Aha, Moment. Ah, das ist ja die Steigerung von Kerngesund. 5, Gertrude von St. Veit, tschechisch, kornisch. Nehmen wir doch die Zinitrit F. geht's dort da. Hass. Aus Hastings. Alles klar. Nehmen wir doch die gute. Vorschlag abschicken. Und der gute Gerf wird der Earl von Sussex. Why not? Alles klar. Hammer's doch. Sehr schön. Gut. Sehr schön, meine Lieben. An dem Punkt bin ich sehr zufrieden. Leowine. Lange Zeit hatte ich gehofft, dass er nur einen guten Mentor braucht, um Leowine die Feinheiten der Diplomatie näher zu bringen. Doch all unsere Bemühungen sind im Sande verlaufen. Was haben wir denn hier mit ihm für einen Charakter? Er ist gefühllos, schüchtern, fleißig, einfältiger, beschwichtiger und spindeldürr. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt in irgendeine Richtung pushen sollte. Ein landloser Sohn ist interessant. Lassen wir mal noch offen stehen. Noch nicht, noch habe ich für ihn keine Verwendung. Er ist nicht so schlecht im Bereich Verwaltung. Das könnte man dann vielleicht nochmal fokussieren. Okay. Sehr schön, meine Lieben. So, die nächsten Feinde sind nach wie vor Gardariki. Zwei Provinzen haben sie noch inne, die wir ganz gerne hätten. Und dann hätten wir es eigentlich abgeschlossen, zumindest diesen Umkreis hier. Oh, er hat eine Hauptstadt verzogen. Sagt man das so? Umgezogen mit seiner Hauptstadt. Wo ist er denn hin? Ist er jetzt da mit seinem... Wo hat er jetzt? Ist das hier? Novgorod. Ach, Gardariki gibt's nicht mehr. Das ist jetzt Novgorod. Ja. Alles klar, verstehe. Interessant. Lassen wir so stehen. Ah, da unten hat er sich hingestellt. Ich hab's schon gefunden. Eine schändliche Wahrheit ist ans Tageslicht gekommen. Mein Sohn Prinz Ben soll eine außereheliche Affäre haben. Seine Affäre Violante ist angeblich das Objekt dieser verbotenen Lust. Wie kann er es wagen, das heilige Sakrament der Ehe zu beschmutzen? So, ja, wie kriegen wir ihn jetzt verhaftet? Unanfechtbare Beweise vorgeht, dass das meine sein, dass mein sie Enkelin Violante gezeigt wurde von niemand anders als er ist. Okay. Legitimierter Bastard. Kann kein Titel erben, okay. Wie konnte mein eigener Sohn uns das antun? Ein Bastardkind erneut. Naja, gut, so schlimm ist es nicht. Wir kennen das ja aus der Familie. Haben wir ja selber gemacht, um das Haus am Leben zu halten. So ist es ja nicht, ne? Aber kriegen wir ihn dann verhaftet? Wahrscheinlich nicht, ne? Er ist ja irgendwo in der Pampa unterwegs. Mündel anbieten, denunzieren, Kriegsbeitritt anbieten, Anspruch erbitten, Titel beanspruchen. Nee. Ich hoffe, dass er drauf geht, aber die Chancen sehen nicht gut aus. Moment, wir gucken nochmal rein, wo er gerade ist.
Fraktionszugehörigkeit. Gräfin Wulfled missbraucht ihren Einfluss, um die Fraktion Freiheitsfraktion zu fördern. Sie wollen mehrere Gesetze im Königreich von Cornwall abschaffen, da sie der Ansicht sind, dass sie traditionellen Adelrechten widersprechen. Hat sie Verbündete? Earltum von Somerset. Wie kommen wir dazu, mit ihr jetzt Streitigkeiten zu haben? Obgleich ich nicht an der Überzeugung von Wulfled zweifle, ist sie auch nur ein Mensch. Wenn ich sie dazu bringen kann, diese Aktivitäten zu unterlassen, kann ich wieder mehr Macht über meine Vasallen gewinnen. Sie übt nur ihre Rechte aus. 10 Meinungen, ja, schön, aber bei minus 55 macht es keinen großen Unterschied. 250 habe ich nicht so viel. Schmeichelei, das können wir machen. Sie verliert Meinung. Ihr erhaltet 100 Verwaltungslebenswandelerfahrung. Entweder 10 Meinung oder ich beende die Freiheitsfraktion, je nachdem wie stark sie ist. Probieren wir es doch mal. Turnierprobleme. Als Königin ist es meine Pflicht, an meinem lokalen Turnier teilzunehmen. Doch die anderen Teilnehmer verspäten sich. Das Turnier wird frühestens in einer Stunde beginnen. Ich schaue mich um und sehe, wie meine Cousine Octreda in einem Pavillon in der Nähe sitzt, eindeutig zu Tode gelangweilt. Ich sehe gerade einen Händler, der einen Karren teuren Champagner abliefert. Ich verbringe ein wenig Zeit mit Octreda im Pavillon. Naja, lass uns ein bisschen saufen. So, sie schmeckt der Fraktion ab. Okay, ich habe 350 Prestige investiert. Das ist in Ordnung. Damit kann man doch arbeiten. So. Wir haben ja Prestige. Das ist ja nicht unser Problem. Ne? Versuchen wir noch ein bisschen zu investieren. Oh, da sind die Schweden unterwegs. Schaut mal. Schweden gegen Alba. Perfekt. Das gefällt mir. Schweden gegen Alba. Und die sind gerade im Vorteil. 10.000. Ich weiß nicht, welche Provinz ich Alba abknüpfen könnte. Ja, natürlich hier im Süden, schaut doch. Hampshire. Ach, die werden von ihm direkt gehalten. 7.000. Verbündet mit Epirus, verbündet mit Bulgarien. Ich will nicht wissen, wie viele Männer die haben. Oh, das geht. Und Epirus? 3.000, das ist ja wahrscheinlich der Kollege. Mhm. Sehr schön. Oh, da gab es noch ein byzantinisches Kaiserreich. Gibt es auch noch. Groß ist es. Wenn nicht sogar gewachsen in den letzten Jahren. So, Hampshire. Das ist doch schön. Na, Hampshire wird gehalten von mehreren. So, Ansprüche von Earl Kennerken. Aha. Ist der so mächtig? Der Wiltshire-Champ? Müssen wir mal gucken, dass wir die Vasallen. Und wer ist Earl von Desmond? Ach da, Alba. Mhm. Earltum von Carrick ist ja was ganz anderes, was ich haben will. Das ist das da oben. Aha. Und das ist sein. Also das ist gar nicht das, was ich brauche. Müssten wir eigentlich den Priester draufsetzen für Ansprüche, oder? Kann das sein, meine Lieben? Sieht so aus. Lassen wir den Krieg mal ein bisschen laufen. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ich sehe jetzt da nicht das Problem. Wir sollten jedoch ein bisschen an unserer Infrastruktur arbeiten, wenn wir die Chance haben. Und zwar haben wir hier Earltum von... Wir können ja, glaube ich, mittlerweile sogar den Fürstengebäude errichten. Anzahl Ritter plus 2. Militärakademie können wir bauen in London. Königliche Rüstkammer. Auf alle eure Besitztümer im Herzogtum. Aha. Frage ist, wie viel haben wir? Haben wir noch ein paar oder nicht? Plus 20% Aufgebotsgröße. Turnierplätze. Kriegsvolk Unterhalt. Minus 6% ist nicht schlecht. Schaden. Schmieden. Kriegsvolk Unterhalt. Auch wieder schweres Fußvolk. Speerträger. Schießgelände, das ist ja so meins, ne? Die Bogenschützen eigentlich. Also wir können gar nicht, ich gucke mir das alles an, wir können es gar nicht ausbauen, weil uns fehlt. Herzogtum ist nicht im Besitz von euch.
Das Herzogtum, ich muss ich erst gründen. Und die angelsächsische Kultur hat nicht die innovative Burs. Ach, Essex muss ich auch erst gründen. Schau an. So. Ach, hier haben wir ja Brentford mittlerweile gebaut. Gut, wenn wir hier nichts aus... Doch, wir könnten hier noch den Tower von London. Aber da brauchen wir mittlerweile 1000. Kann es sein, dass es immer steigt, nach und nach? Ich habe das Gefühl. Ich habe das Gefühl. Oh, ich würde ihn ganz gerne bauen, aber es ist ein bisschen teuer, ne? Was wir für das Geld alles bauen können. Hier haben wir ausgebaut. Waxbridge. Jetzt können wir die kleine Stadt auch noch ausbauen hier. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen gemischt, ne? Steuern. Grünes Land. Vielleicht das Übungslager noch. Machen wir das doch. Kann man hier sogar einen Hafen bauen? Müssen wir mal gucken. Zünfte sind das hier in dem Fall. Steuer plus 3. Und Entwicklungszuwachs. Super. Nutzen wir doch die Zeit. So, dann haben wir gesagt, mal gucken, wird Chelsea vielleicht abgegeben an jemand anderes im Erbfolgefall? Ich hoffe nicht. Nee, es bleibt dabei. Es bleibt dabei. Aha. Dann baue ich ganz gerne Chelsea noch aus. Wälle und Türme, Höfe und Felder. Wälle und Türme haben wir ja hier eigentlich in London. Finde ich jetzt nicht so super. Ich nehme hier mal das Jagdrevier. Ne, Höfe und Felder. So. Chelsea, genau. Redford, Kingston. Super. Richtig geil. Macht richtig Laune. Okay, das haben wir, da arbeiten wir dran. Sehr schön. Verwaltung, sind wir jetzt sogar Administrator. Hey, endlich haben wir es geschafft. Gucken wir auch nochmal kurz rein, was das mit sich bringt. Da ist sie. Mit ihren 61 mittlerweile. Da. Diplomatie plus 1, Verwaltung plus 3, Meinung Vasallen plus 5. Super. So, was haben wir denn hier noch? Gefangener kann Lösegeld bringen. Schauen wir uns die an. 10 Gold für die Dame. Dann ein Bündnis mit Earl von natürlich, nimm Druckmittel ein. Brauchen wir gar nicht. Bündnis aushandeln. Wir könnten Joanne einkerkern, aber ganz ehrlich, das ist so unwahrscheinlich. Ist meine beste Beraterin. Kriege können wir erklären. Okay, wenig Kontrolle in Gemeinde. Müssen wir Buckingham und Surrey. Arbeiten wir dran. Okay. Und die Bande ändern. In Sussex. Wir könnten das hier unter ein Druckmittel erhöhen, nehme ich an. Ne? Kriegserklärung. Kann ich hier... Ah, hier kann ich was aushandeln. Ratsrechte, Kriegserklärungsrecht. Meinung bei den Vasallen plus 5. Mhm. Zwangsteilung. Nö, lassen wir so stehen. Ich mache jetzt hier nichts. Gar nichts. Lassen wir so. Ja, und Leobein kann heiraten. Ich weiß. Herzogtum von Essex. Weiß nicht, ob das Sinn macht. Aber die werden auch wieder dann aufgeteilt, ne? Lassen wir mal noch. Lassen wir mal noch. So. Wenn wir hier ausbauen, ich baue dann auch die Provinz, bauen wir auch. Ist schon ausgebaut, um Gottes Willen. Wahnsinn, Leute, schaut mal. Super. Ist die große Frage, welche, jetzt haben wir ja, wenn man mal genau schaut, das sind ja eigentlich diese drei Provinzen hier zentral. So, Gräfin Wulflit gewinnt 20 Meinung von euch, das ist nicht schlecht. Wen haben wir denn hier als Sigurd? Eine schändliche Wahrheit ist am Tageslicht gekommen. Meine Cousine soll eine außereheliche Affäre haben. Ihre Affäre ist Sigurd, angeblich Objekt dieser verbotenen Lust. So. Somerset mal wieder. Sollen wir sie verhaften? Ja. Alles klar. Mir fehlen die Worte. Oh, alles klar. Das ist das Kind von denen. Gelisch. Hat meine Cousine Gräfin Beweise vorgelegt, dass das ist der Junge.
Sechnasach nicht der Sohn jener Person ist, die man bislang für ihren Vater hielt, Earl. Gemahl von meiner Cousine Wulflit. Jemand anderes ist für diese Zeugung verantwortlich. Sigurd, Champion von König Echkus von England. Alles klar. Sechnasas trifft keine Schuld, doch könnte er möglicherweise am meisten darunter leiden. Sigurd und Wulflit. Hingegen, hier haben wir es doch umstrittene Abstammung. Gut, wenn sie jetzt... Moment, das ist ja hier gar nicht uninteressant. Wenn diese nette Dame ihr Haupterbe ist... Das ist ein ganz anderes Haus, das macht es ein bisschen schwierig. So. Kann ich Titel aberkennen? Earltum von Somerset. Ja. Druckmittel einsetzen. So ist es. Und es geht zurück ins Haus Exeter, denn ihr Sohn ist nicht aus diesem Haus. Zack. So ist es. Und Somerset, Mensch, Somerset ist ja eine richtig schöne Provinz. Jetzt haben wir doch wirklich wieder richtig Übersicht. Wir müssen mal gucken, an wen wir das geben. Ich bin ja fast gewillt, es an meine Schwester zu geben. Sie hat aber leider bloß einen Sohn, ein Erbe. Der wird ein bisschen stark. Der wird mir sogar ein bisschen zu stark. Wir müssen das an irgendjemand Junges geben, der noch... Was ist denn mit Hildegard? Welf Blasien und auch wieder Nil. Ich sehe halt nur das Verlöbnis, nicht die Heirat. Oh, sie ist Genie. Undurchschaubarer Schatten. Das ist interessant, die beiden hier. Wie die weitermachen. Gute Verbindung. Wen hab ich? Eigentlich müsste man sogar Exeter abgeben. Aber das wird auch noch interessant. Wir haben jetzt unser Reich. Es ist wirklich schwierig, jetzt momentan aufzuteilen. Wir haben unser Reich primär die ersten Jahrzehnte natürlich rund um Cornwall aufgebaut, auch viel investiert in die Provinzen. Jetzt geben wir sie natürlich Schritt für Schritt alle auf, aber schaffen damit dann auch sehr, sehr starke Vasallen. Das darf man nicht vergessen. Ich würde es fast so machen, dass ich Lancaster und Beth an einen interessanten Vasall weitergebe. Hat denn mein Sohn schon Kinder? Ja, aber nur eine Tochter. Und mein zweiter Sohn hat noch keine, zum Glück. Aber er hat ja bis zum Umfallen Kinder. 12 Enkel von euch. Edwin Benson Exeter. Wie wär's denn, wenn ich dir Titel vergebe? Geht nicht. An den Hof einladen geht auch nicht. Ist sogar noch Kind. Und er? Kann ich ihn einladen? Auch nicht. Ist sogar ein Bastard. Oh Gottes Willen. Gut, wir suchen uns noch jemanden für diese Option. Wie gesagt, Lancaster und Beth abgeben. Oder nur Beth. Aber die werden überrannt. Wenn ich jetzt, je nachdem, wen ich Beth gebe, wird überrannt von Wiltshire mit seinen drei Provinzen. Oder meiner Schwester. Würde mich nicht wundern. Wir haben hier unten ja noch einen verrückten Hund. Aber das ist leider eine ganz andere Dynastie. Genauso wie diese. Die wird mir auch langsam zu stark. Nil. Was ist, wenn ich den Sohn verlobt mit unserer Nichte? Die Vasallen werden zu stark und sind nicht aus unserer Dynastie. Das ärgert mich. Tochter. Wirklich schwierig. Zu wenig. Gucken wir mal ganz kurz rein, ob wir noch irgendwo was finden, was in Reichweite ist. So. Haben sie mittlerweile auch die Steuerung geändert nach dem letzten Patch. Nicht mehr mit der mittleren Maustaste, sondern mit links. Da sehen wir das. Was ist das hier für eine Oberhäuptling? Dynastie-Oberhaupt. Ist das Dynastie? Setschachach. Hier ist First Andrew. Keine Kinder, oder? Kann das sein? Doch, Octreda.
Hextilda. Haben die... Ah, die sind denn aus dem Haus Darcy, interessiert mich nicht. Wenn ihr nicht matrilinear geheiratet habt, ist das wirklich vollkommen uninteressant. Haus Kalons. Kriegen wir die nochmal verheiratet und... Verwandtschaftet, ne. Da drüben haben wir noch welche, aber die ist ausgestorben, die Linie. Mit dem Tod beider Söhne von Orson, die kennen wir doch auch. Hier unten sehe ich nichts mehr. Wer ist denn der Ulfsiedel? Wo hängt der denn rum? Fürstin Octreda. Pyran Exeter. Landlos. Da haben wir doch einen gefunden. Gut, wir machen das folgendermaßen. Wir müssen ihn hier anpingen, glaube ich. Pyran können wir was geben. Hat ja auch schon Nachwuchs. Und dann, hier sind meine Jungs. Oh, hier geht's. Das ist ja unglaublich, der Ben. Also das ist der Burner. Der absolute Burner. Müssen wir aufpassen, wie wir das regeln. Das ist meine Tochter. Ihre Tochter ist Sarah. Leofelm haben wir sogar noch. Den Buckligen. Warum nicht? Warum nicht? Anpingen? Dann bleibst du doch hier in einer Dynastie. Und es ist, die Zeiten geht schnell vorbei. Warum nicht? So, wir haben ihn, den Pyran haben wir angelegt. Dem Pyran gebe ich Lancastern, oder? So richtig schön in der Ecke, dass er nicht unbedingt Kriege anfängt. So. Cornwall, kriegst du, mein Guter. So. Können wir da sogar noch ein Bündnis aushandeln? Das kriege ich immer vorgeschlagen, aber ich finde es nicht hier. Vasallenbande ändern. 40 Meinung ist viel. Druckmittel einsetzen, 20 Meinung. Eure Untertanen 20 Meinungen von euch verlieren. Also alle Untertanen. Das ist Plural. Dann lassen wir das. Lass das. Aber hier sieht man das dann wieder. Achso, Lösegeld haben wir nochmal. Moment. Ja. So, okay, mein Guter. 50. Da haben wir noch einen. Auch nochmal 10 Gold. Machen wir alle raus. Bande wollen wir nicht ändern. Wie machen wir es mit dem Pyran? Ach was, er ist sogar Zwilling. Sehr schön. Gut. Das hätten wir erstmal. Das freut mich. Ja, selber halten müssen wir natürlich auch Provinzen. Das ist klar. Bloß die, wie ich schon eingangs sagte, idealerweise habe ich es immer ganz gerne zentral. Ne? Also, dass ich die wirklich beisammen habe, diese Provinzen. Was hier los ist, die Schweden. Alter, wie viele Männer. Das ist doch komplett übertrieben. Das ist doch komplett übertrieben. 12.000 Mann. So. Ach ja. Was ist seine Lebenskraft? Galant. Liebesbläschen. Seine jugendliche Lebenskraft loben. Ich halte den. Na, probieren wir es doch mal. 10 Meinung. Klappt das? Eingekerkert eben. Aha. Hat geklappt, wunderbar. Benachbarter Herrscher verlor Krieg. England verlor gegen Ostanglien. Oha, Schweden. Ja, müssen wir eigentlich auch gegen Schweden angehen, ne? Bündnis ungültig. Kaiser. Oh, Thomas ist gestorben. Unser Bündnis ausgelaufen. Thomas de Chatreau. Fraktion. Die Nil. Das war ja vollkommen klar. Der da oben. Provinz Desmond und Earltum von Eilech. Verbündet mit Bouillon. De Köln. ja. Schauen, was ist das hier? Verschwenderisch, alles klar. Guck mal, wie stark die Fraktionen sind. Das sind die Bauern.
Das ist klar, durch diese ganzen, die sind alle von anderer Kultur, da müssen wir dran arbeiten, das ist leider so. Aber das kriegen wir dann auch hin, ne? Irische, mandäische Unabhängigkeit, das wird gar nichts, glaube ich. Was ist das hier? Freiheitsfraktion. 3 Mitglieder. Meine Schwester ist damit drin. Niedrige Lehnsautorität. Okay. Der Wiltshire-Kollege ist mir ein Dorn im Auge. Mhm. Dass meine Schwester damit macht, wundert mich eigentlich. Gut, das haben wir. Was machen wir mit den Schweden, liebe Leute? Ach, die Schweden fahren hier sogar mit dem Wasser? Ist das jetzt ein Grafikfehler oder geht das? Die fahren den Fluss rauf. Ich werde nicht mehr schauen. Die fahren in London den Fluss rauf. Die Themse dann entsprechend. Okay, ein Erbe weniger. Gicht geplagt. Starb unter mysteriösen Umständen am 17. September. Okay, jetzt wird es dann doch spannend, dass es die erwischt. Und nicht den gewünschten Sohn. Okay, meine Lieben, wir schauen uns das an. Nächste Folge geht's weiter. Wir bleiben tapfer und gucken uns an, wie wir mit den Schweden oder mit den Albanern... Irland, what the hell? Okay, wir gucken, wie es mit dem Rest hier geht. Das ist ein buntes Treiben auf der Insel. Wie wir das hier weitermachen. Okay, Alba und Irland sind getrennt jetzt voneinander. Schaut euch das an. Das sind jetzt zwei unterschiedliche. Er führt erfolgreiche Kriege, hat aber bloß 3000 Mann. Irland. Wir gucken mal, ob wir Ansprüche von Earl Frotari, das ist wieder die Provinz da oben. Nehmen wir unseren Prediger und schaffen den Anspruch von Hampshire, würde ich sagen. Ja, hoffentlich kommt er da ein bisschen schneller voran als bei der Kulturförderung. Sehr schön. Gut, England hat sich aufgelöst, dann brauchen wir dieses Bündnis hier auch nicht mehr aufgeben. Viel wichtiger ist dieses. Aha. Frankreich, der Hauptsitz ist mittlerweile Franzien. Hier ist der Hauptsitz. Ich habe leider keine Töchter und keine Söhne mehr zu verheiraten. Sohn Ben wurde gefangen genommen. Das wäre ja nicht schlecht, wenn sie ihn hinrichten, ne? Leon. Emira von Leon, wo ist sie? Hier, alles klar. Interessant. Der Kreuzritter in Spee. Wie es weitergeht, sehen wir nächste Folge, meine Lieben. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Van Bergen.